Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Heroes of the Storm. Wir haben beim letzten Mal mit Arthas gespielt und sind jetzt mit Nasibu am Start. Dann haben wir auch die Helden aus der heutigen Rotation auch einmal wieder alle gezeigt. Und können uns dann eventuell überlegen, ob wir mit unseren 15.000 hier was kaufen. Ich werde aber erstmal gucken, welche Helden in die nächste Rotation kommen. Sollten dann keine Helden in die Rotation kommen, mit denen wir noch keinen Part gemacht haben, dann werde ich mein Geld auf jeden Fall mal ausgeben, um uns ein paar neue Helden zur Verfügung zu stellen. Anubarak ist da zum Beispiel eine Sache, der kostet nur 4.000. Den kann man sicherlich mal zeigen, so nebenbei. Ansonsten fehlen mir eigentlich fast nur noch 10.000 Kosten da. Murky fehlt mir noch, der kostet auch nur 7.000, aber ansonsten kosten, glaube ich... Mit dem haben wir noch keinen Part gemacht. Mit Abitha, der kostet 10.000. Mit Arthas haben wir jetzt hier einen Part gemacht. Den kann ich eigentlich auch gleich mal abhaken, hier, damit ich das nicht nochmal fälschlicherweise vorlese. Mit Funkichen, die kostet, glaube ich, 10.000. Mit Nasibu machen wir jetzt einen. Mit Thrall haben wir noch keinen Part gemacht, der kostet 10.000. Mit Tyra haben wir noch keinen Part gemacht. Der könnte nur noch 7.000 kosten, das kann sein. Und aus Vikings kosten 10.000, der Schlechter kostet 10.000. Außerdem natürlich der neue Skelettkönig Leoric, der jetzt dabei ist. Der kostet natürlich 15.000 momentan noch, wie wir im letzten Part schon gesehen haben. Wird also wohl noch ein bisschen dauern, bis der rankommt. Ich hoffe ja so insgeheim ein bisschen, dass der Schlechter in der nächsten Heldenrotation mit drin ist. Einfach weil jetzt halt Arthas da ist und ja, dann könnte man den letzten neuen Helden einfach mal kurz so die Free-to-Play-Rotation packen. Einfach nur, um zu sagen, hey, guck mal, den gibt's auch noch. Wo er nicht mehr ganz so groß auf dem Bild abgebildet wird, aber naja, gut, das wird da bestimmt irgendein System hinterstecken. Wie gesagt, die Lost Vikings habe ich zum Beispiel genauso wie Abitha und Murky persönlich noch nie in der Free-to-Play-Rotation gesehen. Und da würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ich die mal austesten sollte, weil Abitha wird im Moment sehr häufig gespielt, auf jeden Fall. Und soll ja angeblich auch ganz gut sein. Er steuert sich ja auf jeden Fall ganz anders als alle anderen, die man so kennt. Aber er soll trotzdem ein ganz cooler Charakter sein, deswegen würde ich ihn gerne mal ausprobieren, bevor man da gleich teure 10.000 für ausgibt und dann feststellt, ist nichts für mich. Klar, dafür gibt es natürlich den kostenlosen Ausprobiermodus, den man einfach so im Shop machen kann, aber das ist für mich nicht aussagekräftig genug, wenn man da nicht wirklich in so einem Match ist, weil Abitha halt hat jemand, der so eine Map-Control, der muss halt so eine komplette Übersicht über die komplette Map haben und es ist halt einfach schwer machbar, wenn man in so einer Ein-Lane-Dingens da. Ich glaube, Abitha ist da einfach nicht für gemacht. Andere Helden kann man da sicherlich gut austesten, diesen Übungsmodus, aber so ein Abitha oder auch zum Beispiel die Lost Vikings, die man ja alle einzeln steuern kann, das sind halt welche, die da braucht man schon so eine ganze Map für, um halt rauszufinden, wie die so funktionieren. Seid gegrüßt. Es scheint, die Symbole sind als wäre euch ein Schatzgoblin über den Weg gelaufen. Die Diener werden dauerhaft einen Lebenspunkt und Mana-Bonus. Dann verursacht sich einen Schaden. Töte die an Seiler zu bestechen, machen wir lieber mal das. Ich habe mir jetzt die Fähigkeit nicht durchgelesen. Was er grob kann, weiß ich. Was seine Heldenfähigkeit ist, weiß ich allerdings nicht. Also, das verursacht Schaden. Er wirft Spinnen und die greifen Gegner in der Nähe an. Die können allerdings nicht angegriffen werden. Die Spinnen können nicht vernichtet werden. Der Zombie-Wall ist quasi so ein Kreis aus Zombies, wo die Gegner nicht durchlaufen können. Da kann man Gegner schön drin einsperren. Die machen ein bisschen Damage. Das ist Kröte, die wirft man nach vorne. Die laufen dann quasi in so einem Strahl nach vorne und die... Das Voodoo-Ritual, das weiß ich jetzt gerade nicht genau, was das kann. Muss ich jetzt mal kurz gucken. Fähigkeiten, Angriffsschaden fügt Gegner im Verlauf von 4 Sekunden zusätzlichen Giftschaden zu. Wenn ein vergifteter Gegner stirbt, werden Nasibu... okay. Das ist ganz interessant. Ah, ich verstehe. So, den habe ich schon ein paar Mal gespielt und ich fand ihn damals auch ganz cool. Ich habe ihn allerdings immer zu Mana-intensiv gespielt. Also ich habe halt immer hier alles mit auf meine Fähigkeiten geballert und da waren Mana immer innerhalb von Sekunden weg. Das sollte ich auf jeden Fall nicht machen. So, sehr schön. Da ist dann auch schon die erste Truhe und solange sie noch kein Gegner hier unten ist, können wir das auch uns mal besorgen. Hoffentlich zumindest. Die Gegner sind echt nicht hier. Die Gegner sind doch hier und haben sich mal kurz alles geschnappt, was ich eingesammelt habe und... Ja, das haben sie natürlich sehr gut gemacht. Muss man leider so sagen, die haben im Busch drauf gewartet, dass ich die Truhe zerstöre und in dem Moment, in dem ich die Truhe zerstört habe, haben die mich vernichtet und haben jetzt alle 10 Münzen. Alle 10 Münzen haben die Gegner.
Das heißt, wenn wir sie jetzt nicht am Abgeben hindern, dann können sie jetzt schon den Piraten losschicken. Und das Team hat also vertopfert versagt und ich habe auf Bord versagt. Also eine komplette, das komplette Team einmal komplett verkackt. So sollte das eigentlich nicht laufen. Das war so knapp. Kann mich nicht bewegen. Kann mich immer nicht bewegen. Oh, Alter. Wie viele Stunts hatten die denn drauf? Wow, ist unser Team am krass am Verkacken. Das ist ja unfassbar. Tötet den doch jetzt mal. Ja, dann tötet ihn nicht. Alter, 2-7 Kills in den ersten Sekunden. Ich glaube, wir haben noch nicht einmal eine Münze besessen. Ja, die werden jetzt ganz einfach abgeben können. Nova und Arta sind da und geben jetzt ab und haben ihre 10 jetzt auch gleich voll. Hat damit gerechnet, dass ich das mache. Sofort. Naja. Wir haben eh verkackt, also was soll ich hier noch großartig machen? Den Anfang haben wir auf jeden Fall komplett versaut. Jetzt kann ich ihn wieder bewegen. Und ich kann auch direkt wieder weg. Das ist das Schlimmste für so einen extrem leicht sterbenden Charakter wie Nasibu, wenn der Gegner so viele Stunts hat. Und vor allem mit Arthas oder so einem schnell wirkenden Stunt. Der ist wirklich im Vergleich zu anderen Stunts extrem krass. Und unser Team spielt aber auch nicht gut, wenn man hier zum Beispiel sieht. Kerrigan hat gesehen, dass da 5 Gegner auf sie zugerannt kommen. Und sie bleibt dann einfach im Busch stehen, in der Hoffnung, dass da keiner reingeht. Das war, wäre schon ein bisschen doof. Also, das war schon ein bisschen doof, sagen wir es mal so. Nein, geh da doch nicht rein, Murati! Du hast doch eben selber gesehen, dass da 5 Gegner sind! Alter, und ich verstehe unser Team nicht, sorry. Da ist ein Nova, wenn ich da reingehe, dann schießt sie mich instant tot. Mann, ey. Die haben doch gesehen, dass da 5 Gegner sind. Warum rennt man dann zu zweiter rein? Natürlich. Ja, die brauchen noch eine Münze. Die werden sie jetzt abgeben. So, hier reicht. Ihr seid ja schon zu zweit. Wir sollten die Gegner. Wir sollten. Alter, Leute. Die Zeit eilt. Alter, zum Glück hat Sigara das noch kapiert. Die Gegner hatten ihre eine Münze, die sie noch abgeben müssen. Deswegen war es sinnlos, jetzt alle von dem Piraten hier wegzurennen. Und zur Kiste zu laufen, wenn die Gegner eh nur noch eine Münze abgeben müssen, dann bringt es nämlich auch nicht, dass wir den Inhalt der Kisten haben. Die machen das aber echt gut, dass Arthas da jedes Mal vorne reingeht. Natürlich die Kopie. Die Geister sind einverstanden. So, wenn ihr jetzt abgebt, dann wäre das sehr gut. Ich versuche hier mal ein bisschen. Gebt doch einfach weiter ab! Ich hab die doch extra abgelenkt! Alter, hätte der durchgezogen, hätten wir jetzt den Piraten! Ich glaub's nicht! Ich bin extra in die Nova reingerannt, damit die abgeben können. Wir haben es zum Glück doch geschafft. Aber meine Fresse, ich renne extra in die Nova rein, damit wir abgeben können. Und der dreht um! Als Heiler, weißt du? Als Heiler mit 6 Münzen dreht er um. Der Heck hätte uns eh nicht wirklich viel helfen können. Der hätte uns heilen können, klar. Aber das hätte ja unseren Niedergang nur hinausgezögert, wenn die wirklich kämpfen wollten, die Gegner. Deren einziges Ziel war es ja, uns zu unterbrechen. Und das hatten sie in dem Moment geschafft. Egal, verbessern mal die Fähigkeiten. Wir sind ja nun mal mit Nasibu auch jemand, der sehr auf Fähigkeitenstärke basiert. Ja, er wird verstärkt, du mal den Tower, der ist jetzt eh weg. Ich
den Tower zu verstärken, weil er schon schlauer. Brauche ich aber lieber mal den. Für. Mehr. Sofa. War das hier wieder was? Und dann muss ich eh zurück, dass die Gegner den Piraten früher oder später mal bekommen werden. Mit einer Nova war eigentlich... Oh Gott. Eh klar! Puh. Egal, dass sie die mit der Nova früher oder später mal bekommen werden, war eh klar. Denn die muss nur eine Münze sammeln und dann unsichtbar sich da durch, ja, schlängeln, sage ich mal. Wir können das ja nicht durchgehend bewachen. Wenn wir durchgehend ein oder zwei Leute opfern müssten, die da bewachen, dann würden sie halt irgendwann mal mit fünf Leuten kommen, die einfach überrennen. Also, wenn nur noch eine einzige Münze fehlt, die ist früher oder später wird eh abgegeben. Kerrigan nicht kämpfen. Ich sagte nicht kämpfen! Okay, damit haben wir's. Wir haben schon Ultis und das ist natürlich super. Mach lieber das, weil dann kann ich mich selber noch bei steuern. Bei der anderen Ulti muss ich stehen bleiben und den Geist dann quasi lenken. Wäre auch zu schön gewesen, wenn die mal so weit nach vorne gerannt wäre. Was kann ich jetzt noch machen? Nein! Soll es dahin gehen? Okay, schade. Okay, Problem. Nein! So kurz davor, 8 Münzen zu klauen! Da hätte ich auch nicht mehr, wäre ich umgedreht, hätte mich Nova gekillt. Also ich musste jetzt versuchen weiterzugehen. Verdammt. Das war so knapp, ich hätte fast den Gegnern 8 Münzen geklaut. Naja, jetzt ist vorbei. Jetzt können die ihre 8 Münzen hier abgeben, die sie gerade eben noch hatten. Ja, bringt nichts, wenn ihr jetzt ein Dublonenlager macht. Die Gegner brauchen noch 8 Münzen und ein Gegner hat 8 Münzen. Also wenn ihr jetzt von den Piraten da weggeht, dann könnt ihr euch zwar 2 Münzen holen, die Gegner haben allerdings den Piraten. So ganz verstehe ich die Taktiken unseres Teams noch nicht so ganz. Immerhin haben wir die Gegner gehindert abzugeben. Das ist ja auch eine wichtige Sache. Blöderweise hauen meine Zombies und Spinnen nicht auf die Truhe, weil das neutrale Gegner sind. Irgendwie da keine Ahnung, warum die da nicht draufhauen. Das ist ein Grund, hauen die da auf jeden Fall nicht drauf. Was nicht ganz so geil ist. Also, solange keine Gegner da sind, können wir erstmal in Ruhe die 7 Münzen hier abgeben. Oder auch nicht. Das ist nicht die echte, Leute. Das ist nicht die echte. Da unten ist die echte. Komm, 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 komm. Yes. Es war so knapp. Also verflucht knapp, aber wenn sie abgibt, dann haben wir den Piraten. Nach hinten, Kerrigan. Jawoll.
rein. Was macht ihr da? So, ein Talent. Ja. Zombies erheben sich und greifen Gegner näher. Das fand ich immer eine sehr gute Fähigkeit. Jetzt kann man die Gegner kurz sich einsperren, so wie jetzt. Und irgendwann stehen sie auf und sind noch quasi kurze Zeit als Söldner mit unterwegs. Ich gehe. Das ist immer eine coole Sache. Schön, 9 haben wir damit schon mal. Natürlich. Brauchen noch 5. Tötet diesen Helden. Ja. So, ein paar Gegner sind gerade auf der Top gewesen. Vielleicht machen die auch gerade den Boss. Das könnte sein. Ist sogar sehr wahrscheinlich. Aber wenn wir in der Zeit dafür den Piraten kriegen... Ja. Tja, da haben sie den Boss. Ich hab's vorher angekündigt, aber... Man kann sich ja nie sicher sein. Vor allem bei... Ja, einigen Gegnern kann man es halt einfach überhaupt nicht einschätzen. Manchmal machen sie den Boss in vollkommen unsinnigen Situationen. Oh, fuck. Die hat er perfekt gesetzt, die Mauer. Danke sehr. Die Mauer hat er natürlich wirklich hundertprozentig perfekt gesetzt. Scheint ein bisschen mehr Erfahrung damit zu haben. Und der macht jetzt hier oben natürlich alles platt. Das ist unglaublich unnötig. Jetzt können die Gegner nämlich ihre Münzen abgeben, obwohl wir nur noch eine einzige brauchen. Hätten wir die gehabt, diese eine Münze mehr. Und die Gegner haben jetzt den Piraten und den Boss. Und das könnte ihnen tatsächlich das Game gedreht haben. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Braucht noch eine Münze und waren kurz davor, den Piraten zu kriegen. Und dann haben die den Piraten gekriegt und den Boss. Und dann das Ding einfach mal gedreht. Sind jetzt über ein Level vorn. Wie gesagt, das hat jetzt natürlich ein bisschen krass dafür gesorgt, dass die das Spiel schön drehen konnten. Warum machen wir das? Wir brauchen eh nur noch eine Münze jetzt. Wenn ich jetzt eine Münze hätte, dann würde ich die jetzt gerne abgeben. Oh nein, natürlich kommen genau jetzt die Truhen, wo wir nur eine verdammte Münze brauchen. Fuck, die haben jetzt gleich schon wieder die Piraten. Und unser Heiler und unser Tank sind nicht hier. Was machen die denn? Jetzt haben wir verloren. Game gets road. Erfolgreich Game gets road, denn unser Tank... Und unser Heiler sind dabei, gegen Minions zu kämpfen, statt uns in der Mitte in 5 gegen 5 zu helfen. Nein, so war es natürlich gegen 3. Und damit die offizielle Niederlage. Die Gegner werden den nächsten Piraten kriegen und die 10 Münzen aus Zitronen. Was bedeutet, die haben gleich fast noch einen Piraten dabei. Unsere erste Festung wird fallen. Was wiederum bedeutet, dass die Gegner Katapulte bekommen und wir mehr für auf den Lane steffen müssen. Also... Ja, lange Zeit sah es gut für uns aus, aber dann haben wir halt, beziehungsweise unser Team hat halt dreimal nicht als Team zusammengearbeitet, sondern jeder gemacht, was er machen will. Dann war's vorbei. Ruht in Frieden, gefallener König. Das reicht! Wir malochen nicht umsonst! So, wir brauchen diese eine verkackte Münze. Leute, einer mit einer Münze! Hierher, hier ist gerade keiner! Leute! Was ist denn das für ein Team? Jetzt gebt doch diese Münze ab, bevor ihr irgendwer rumläuft! Ey, das ist überhaupt kein Teamplay! Drei Leute pingen auf den Piraten, drei Leute pingen auf den Bot und dann rennen zwei dahin und drei dahin und keiner weiß, was der andere macht. Wenn wenigstens einer mit der Münze hier gewesen wäre, hätten die anderen unten bleiben können. Aber es sind nur Leute ohne Münzen hier hingelaufen. Jetzt kommt Leben in die
diese Bude. Der Weg ist frei. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall Gas geben, denn die Gegner haben gleich Level 20. Und das ist nicht gut. Level 20 zu haben ist nicht gut, wenn der andere ist noch nicht. Also wenn der Gegner Level 20 hat, ist das nicht gut für uns. Denn das bedeutet, die haben verstärkte Ultis. Und wir noch nicht. Das heißt, wir dürfen dann quasi keinen Kampf mehr machen. Ernsthaft? Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine unfassbar schlechte Idee. Klar hat er 10 Münzen. Das ist toll. Aber wir haben jetzt schon 2 Level Rückstand. Wenn wir jetzt hier bleiben. Dann werden die uns einen nach dem anderen wegballern. Jetzt haben die unsere 10 Münzen, weil er irgendwie nochmal reinspringt, was die schlimmste Idee aller Zeiten ist. Wenn ich sehe, dass noch alle 5 Gegner leben und fast alle 5 Gegner noch Full Life haben und wir nur noch zu zweit da sind, dann springe ich mit 10 Münzen nicht nochmal in eine Gegnerhorde rein. Gott, und unser Team hat es auch verdient zu verlieren. Ganz ehrlich, was wir hier teilweise abgezogen haben. Was unser Team hier teilweise für Aktionen gemacht hat. Unfassbar. Wie gesagt, uns fehlt seit einer halben Stunde noch eine einzige Münze. Statt dass jemand eine Münze hat, die abgibt, verfolgen wir lieber Gegner bis in ihre Base rein. Statt, wenn wir schon Level-Rückstand haben, auf die Lanes sich zu verteilen und Erfahrungspunkte zu sammeln, bekämpfen wir lieber weiterhin den Piraten da. Da kann sich ja einer hinstellen von mir aus. Ja, ist eh vorbei. Alter Raker, warum? Ich verstehe unser Team nicht. Solche greedy Leute. Ganz ehrlich, alleine gegen 3 einfach mal pushen, während unsere Basis gerade fällt. Ich verstehe unser Team nicht. Naja, wie gesagt, wir haben es sowas von krass verdient gehabt zu verlieren. Hat man ja gesehen an manchen Aktionen, dass Al-Muradin mit 10 Münzen nochmal in 5 Gegner reinspringen. Kerrigan ganz am Anfang des Spiels schon sieht, dass da 5 Gegner sind und anstatt abzuhauen, stellt sie sich in den Busch. Dann springt Muradin wieder rein. Jetzt Rhaegar so greedy, dass er alleine 3 Leute verfolgt und sich dann wundert, warum die 3 töten. War halt ein ganz krass verdienter Tod. Ich konnte halt meiner Rolle als Spezialist nicht unbedingt nachgehen, Diener und Gebäudeschaden zu machen, weil unser Team mich einfach an allen Ecken gebraucht hat. Das heißt, ich bin eigentlich rumgerannt und habe versucht, irgendwo zu helfen, wo es zu helfen ging. Aber wirklich was geholfen hat es da nicht. Ich mag es in Masibu persönlich auch nicht so gern wie zum Beispiel in Zagara, aber das ist natürlich nur eine persönliche Geschmackssache. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wie gesagt, wir haben ganz krass verloren, das auch verdient. Aber wie gesagt, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.